Was geht ab, liebe Leute? In dem heutigen Video geht es ums Thema Weichzeichnen von euren Bildern, also dem Hintergrund eurer Bilder. Das macht man, um entweder ein Rauschen noch, was durch einen zu hohen ISO-Wert entstanden ist, etwas zu reduzieren oder einfach nur um so einen Dreamy-Look zu erzielen, wie man das häufig bei der Babyfotografie, sage ich mal, sieht oder auch in der Hundefotografie. Da wird das auch recht häufig angewandt, dass man halt so einen schönen, weichen Hintergrund hat, der also schon völlig unnatürlich weich ist. Und wie man das bei Pferdebildern anwenden kann und was der Trick dabei ist oder welchen Trick ich da noch für euch habe, so muss man das sagen. Das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal am Rechner. Viel Spaß! So, jetzt werde ich euch einmal zeigen, wie man den Hintergrund auf zwei verschiedene Arten und Weisen schön unscharf zeichnen kann. Und ja, die erste ist einfach erstmal eine Ebene wieder duplizieren, beziehungsweise die Hintergrundebene duplizieren. Diese dann auswählen und dann geht ihr auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann den Gaußschen Weichzeichnungsfilter. Hier würde ich keinen Radius über 8 nehmen, da das Ganze sonst ein bisschen unnatürlich aussieht, aber das könnt ihr ja mal bei euch zu Hause ausprobieren. Einmal mit OK bestätigen und dann geht es hier unten weiter mit der mit einer Ebenenmaske. Diese werde ich diesmal nicht invertieren, die werde ich genauso lassen, wie sie ist. Und dann mit dem Pinsel und der schwarzen Fläche drauf zeichnen. Auch hier könnt ihr mit Alt und den Größer- und Kleiner-Tasten wieder ein bisschen euch dieses rote Feld anzeigen lassen, damit ihr seht, was bearbeitet ist. So, und das Problem an dieser Bearbeitungsmethode ist tatsächlich, dass man sich jetzt mühselig hier einmal an dem Pferd oder an dem Reiter entlanghangeln muss und ihn, damit man hier keine Übergänge hat, die so unsauber aussehen. So, und da gibt es seit Photoshop 2021, also seit der Version 2021, eine Neuerung. Und die will ich euch jetzt einmal zeigen, denn die ist verdammt cool. So, also einmal zurück. Das Bild ist wieder original. Ebene duplizieren. Und jetzt gehen wir einfach nur hier oben auf Hilfe. Dann Photoshop-Hilfe. Schnelle Aktion und dann Hintergrund weichzeichnen. Und das drücken wir einmal auf Anwenden. Und jetzt wird Photoshop für mich die komplette Arbeit übernehmen. Und zwar das Pferd quasi und den Reiter ausschneiden. So, und jetzt gucken wir uns das einmal an. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen übertrieben aus und alles noch nicht so richtig. Aber da Photoshop hier ein Smart-Objekt erstellt hat, kann ich jetzt hier einfach einmal auf den Gaußschen Weichzeichner klicken und meine Zahl von 7 da eintragen. So sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Und dann kann ich hier einfach auf die Ebenenmaske gehen und mit Alt und der Größer-Taste mir anzeigen lassen, was schon bearbeitet wurde. Und dann nehme ich meinen Pinsel einfach mit schwarzem Hintergrund oder schwarzem Vordergrund und male mir noch das an, was ich gerne in dem Foto scharf hätte. Und das ist hier zum Beispiel der Boden. Hier dieser blaue Rand so, um den vom Pulli her ist, dass das so ein bisschen überscheint. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen nachmalen, weil das sieht sonst so aus, als wenn Jasmin ein bisschen leuchtet. Also da noch mal ein bisschen nachmalen, ganz leicht. Ist jetzt auch wieder nur Demonstration, denn sonst würde ich das ein bisschen feiner machen. Auf jeden Fall, so habt ihr schon mal einen viel besser weich gezeichneten Hintergrund. Und hier ist das Coole halt, wie gesagt, dass es ein Smart-Objekt ist, was ihr jederzeit bearbeiten könnt. Ihr könnt hier einfach einen Doppelklick reinmachen und jetzt mal übertrieben gesagt die Weichzeichnung auf 1000 setzen. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt bei passiert. Ich glaube, da stürzt mein Rechner ab. Okay, es wird einfach nur grau. Oder auf 48. Ihr seht schon, das ist halt völlig übertrieben. Deswegen auf 7. Das sieht noch relativ natürlich aus. Und schon habt ihr eine relativ einfache Weichzeichnung des Hintergrunds, ne? Und dann gibt es noch einen dritten Wert, was ich ab und zu mal mache bei Portraits. Ich nehme jetzt einfach diese komplette obere Geschichte hier und sage Filter und dann geht ihr auf Weichzeichnungsfilter und nimmt eine Iris-Weichzeichnung. Und mit dieser Iris-Weichzeichnung könnt ihr jetzt hier einen radialen Zirkel reinziehen, diesen dann vergrößern. Und dann könnt ihr sagen, ich möchte hier eine Weichzeichnung von 20 zum Beispiel haben, das ist ungefähr die Hälfte. Und dann wird hier unten, genau in diesem Radius quasi, der gerade angezeigt wurde hier, wird dann hier alles weich gezogen und über diese weißen Punkte könnt ihr einstellen, wie krass der Verlauf quasi ist. Und das ist gerade bei Portraits und so weiter eine richtig coole Sache, wenn man so die Bilder dann weich zeichnet. So, wie ihr gesehen habt, ist das eigentlich eine relativ einfache Sache, zumindest mit der Photoshop-Hilfe, die es jetzt ab der CC 2021er Version gibt, den Hintergrund weich zu zeichnen. Ich persönlich finde es mega geil und mir gefällt das, wenn der Hintergrund einfach ein bisschen weicher ist, als man ihn sowieso schon durch die Kamera, also durchs eigene Foto hinbekommen hat. Und ja, mit dem neuen Tools von Photoshop ist es natürlich mega einfach und schnell gemacht, muss man einfach sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was lernen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich sagen, macht das jetzt einfach mal.
Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag im nächsten Video. Peace.